Morgen, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Ich bin Kurt Bedner, Jurist und Historiker, wie es auch in der Ankündigung steht. Ich freue mich, dass die Volkshochschule Hietzing schon mit der Robert Steibel sagt, einem etwas anderen Format Tür und Tor öffnet. Und vielleicht, wenn es Ihnen heute gut gefällt, dann kommen Sie auch in den nächsten Abenden. Die Idee war, wie der Robert Steibel sagt, ein bisschen eine Alternative anzubieten. Auch mit dem Hintergrund, dass ich meine, die sozusagen unsere Geschichte, die österreichische Geschichte beim Ersten Weltkrieg ein bisschen zu kurz kommt. Es ist, wenn Sie die Literatur anschauen, das erinnert mich daran, darauf hinzuweisen, dass draußen ein wunderschöner Büchertisch, nicht nur mit Büchern von Martin Holz, aber vormöglich mit Büchern von Ihnen, ausstaffiert ist. Und dieser Büchertisch lädt natürlich auch ein, dass Sie sich daran beteiligen. Ich mache das mit der Buchhandlung Salander am Grafischer Stiege im ersten Bezirk. Wir sind beide, glaube ich, von dort. Da macht es ein bisschen einfach. Und draußen sitzt der Herr Bettelheim und berät sie gerne. Wenn man die Literatur zum Ersten Weltkrieg anschaut, wenn wir die Literatur zum Ersten Weltkrieg anschauen, dann ist der große Krieg, wie er auch genannt wird, er findet eigentlich im Westen statt, also in den Schützengräben. Die große Revolution findet im Osten statt, in Russland. Aber man fragt sich, was mit Österreich und Österreich-Ungarn passiert ist. Und ich habe das so formuliert, der große Bruch eigentlich findet bei uns statt. Und darum geht es mir eigentlich auch, dass wir in der Serie das ein bisschen herausarbeiten. Wer passt dazu besser als der Österreicher Karl Kraus? Und damit bin ich schon bei meinem heutigen Gast, Anton Holzer. Guten Abend. Guten Abend. Was macht ein Fotohistoriker? Sie sind Fotohistoriker. Was macht ein Fotohistoriker? Ein Fotohistoriker beschäftigt sich mit historischen Fotografien und wie wir alle wissen, beginnt zumindest in den offiziellen Annalen die Fotografiegeschichte 1839 und geht im Grunde bis heute. Also das ist ein sehr weites Feld und ein weites Feld ist es auch in inhaltlicher Hinsicht. Private Fotografie, Bildpostkarten, Propagandafotografie, Atelierfotografie, alle möglichen Formen von Fotografie spielen hier oder können hier eine Rolle spielen. Ich habe mich seit vielen Jahren jetzt mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, in letzter Zeit, in den letzten Jahren auch mit dem Fotojournalismus, aber natürlich kann man sich auch mit den allerersten Bildern, sozusagen die 1839 auf uns gekommen sind, beschäftigen. Wie sind Sie auf die Fotohistorie gestoßen? Sie sind ja zwar Historiker, aber nicht als Fotohistoriker auf die Welt gekommen. Also wie kamen Sie dazu? Also Fotohistoriker, wenn man in Europa oder im deutschsprachigen Raum lebt, dann kann man das bis heute nicht studieren. Es gibt keinen akademischen Abschluss. Es gibt seit kurzem, seit ein paar Jahren in der Schweiz, eine Möglichkeit, sich innerhalb der Kunstgeschichte hier zu spezialisieren. Das heißt, diejenigen, die das machen, sind zum Großteil Historiker, Kunsthistoriker, Medienwissenschaftler, aber auch aus ganz anderen Fächern und haben sich irgendwann nochmal spezialisiert, haben sich mehr oder weniger auch in gewisser Weise autodidaktisch mit dem Thema beschäftigt und das war auch bei mir so. Ich habe in den 90er Jahren angefangen, mich mit sehr populären Formen der Fotografie, nämlich mit der Bildpostkarte zu beschäftigen und damals schon auch, das fällt mir jetzt ein, wenn ich mich zurückerinnere, mit dem Ersten Weltkrieg und seit 2001 bin ich Herausgeber der Zeitschrift Fotogeschichte, das ist eine Fachzeitschrift, die viermal im Jahr zum Thema Fotografiegeschichte erscheint in Deutschland. Das heißt, ich bin eigentlich, wie so viele andere Fotohistoriker, nicht ausgebildeter Fotohistoriker, aber ich behaupte trotzdem, dass ich Fotohistoriker bin. Vielleicht darf ich noch ein bisschen Werbung für Sie machen, da ja Holzer ist auch Redakteur, also Mitarbeiter der Wiener Zeitung. Alle vier Wochen, glaube ich, gibt es eine Kolumne in der Wochenendbeilage extra. Und
da habe ich gelernt, wie ich die Fotos angeschaut habe. Und ich schaue sie mir mittlerweile jeden Samstag an, dass man die Fotos sehr genau anschauen muss. Und daher die Frage an Sie, ist das ein Teil des Faszinosums? Oder wo würden Sie sagen, warum begeistert Sie die Fotohistorie? Also Fotografie ist ja im Grunde etwas ganz anderes als ein schriftlicher Text. Also herkömmliche Historiker gehen von schriftlichen Dokumenten sehr stark aus. In den letzten Jahren ist es auch sehr erweitert worden in Richtung Oral History, in Richtung andere Medien, auch Karten und so weiter wurden mit einbezogen. Aber wenn wir mal von diesem ganz herkömmlichen Bild der Geschichtswissenschaft ausgehen, die sich mit Texten beschäftigt, so kann man sagen, dass die Fotografiegeschichte mit einem anderen Medium sich beschäftigt, nämlich mit Bildern. Und das ist der große Unterschied zwischen Texten und Bildern. Es gibt natürlich viele Unterschiede, aber ein zentraler Unterschied ist, dass die Fotografen zwangsläufig vor Ort sein müssen. Die Fotografen müssen an den Szenen, die sie aufgenommen haben, und wir werden heute wahrscheinlich auch noch über Inszenierungen, über Techniken der Propaganda, über Verfälschungen reden. Trotz allem sind die Fotografen an Ort und Stelle gewesen und haben hier Dokumente in gewisser Weise aus der Wirklichkeit herausgeschnitten. Jemand, der einen Text schreibt, nehmen wir über den Ersten Weltkrieg, aber auch über ganz andere Themen, der muss nicht an vorderster Front sein, der muss nicht sozusagen dort sein, wo der Fotograf sich aufgehalten hat. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und das hat mich auch gleich fasziniert, weil ich gemerkt habe, dass die Fotografen andere Themen, andere Blickwinkel, andere Perspektiven in die Betrachtung des Krieges hineinbringen und damit uns Nachkommen, auch mir als Wissenschaftler sozusagen, die Möglichkeit eröffnen, den Krieg über die Bilder anders zu interpretieren. Also das war für mich das Faszinierende. Wir werden heute, denke ich, auf ein paar Aspekte eingehen, wo denn die Fotografie einen anderen Blickwinkel eröffnet, wo es möglich ist, wenn wir Bilder sehr genau betrachten, auch die Geschichte des Ersten Weltkrieges vielleicht etwas anders zu betrachten und auch zusätzliche Blickwinkel dazu zu bekommen. Jetzt ist ja das Buch Die letzten Tage der Menschheit nicht der erste Buch zum Ersten Weltkrieg. Sie haben mir in einem unserer Vorgespräche auch begründet, aber privat begründet, warum Sie zum Karl Kraus gekommen sind. Das würde ja auch die Verknüpfung zwischen Text und Fotografie mit sich bringen. Meine Frage wäre also, warum ein Kraus-Buch, und ich glaube, Sie haben angedeutet, weil Kraus eigentlich sehr optisch schreibt, oder wie stellen Sie die Brücke her? Also vielleicht muss ich dazu sagen, ich habe vor ziemlich genau 15 Jahren begonnen, mich intensiver mit dem Thema Fotografie im Ersten Weltkrieg zu beschäftigen, und der allererste Text zum Thema, der hat sich damals mit dem Karl Kraus beschäftigt, und zwar mit einem Bild, das Sie alle kennen, das auch hier unten rechts zu sehen ist. Das ist dieses berühmte Hinrichtungsfoto, das im Sommer 1916 in Trient aufgenommen worden ist. Ein Bild, das eine ganz spannende Geschichte hinter sich hat, weil es als Propagandabild, als österreichisches Propagandabild in die Welt gesetzt worden ist und dann eigentlich etwas gemacht hat, was man nicht vermutet hat. Es hat nämlich während des Krieges in gewisser Weise die Seiten gewechselt und ist dann in Italien zum Propagandabild gegen diese österreichische Grausamkeit geworden. Also es ist eine sehr schillernde Geschichte. Und in der Beschäftigung mit diesem Bild, und das ist jetzt 15 Jahre her ungefähr, habe ich mich natürlich mit Karl Kraus beschäftigt, weil dieses Bild nicht nur bei Karl Kraus sehr prominent in den letzten Tagen der Menschheit, nämlich als Frontispiz, vorkommt, sondern auch im Text sehr ausführlich behandelt wird. Also ich würde geradezu sagen, Kraus widmet diesem Bild eine kleine Fototheorie in den letzten Tagen der Menschheit. Er analysiert nicht nur das Bild sehr genau, wie es funktioniert, sondern er reflektiert auch über die Möglichkeiten der Fotografie und auch über die
propagandistischen Formen, mit denen Fotos arbeiten. Also das war mein Einstieg. Und jetzt, 15 Jahre später, komme ich auf Krauss zurück, obwohl es immer wieder auch Anklänge und Beschäftigung mit Krauss auch in den Büchern gegeben hat, mit diesem Buch, das auch im Titel dieses Krauss-Werk, dieses große Krauss-Werk aufnimmt und versucht, einen Dialog zwischen Texten von Karl Krauss aus den letzten Tagen der Menschheit und der Fotografie zu initiieren, und zwar aus dem einen Grund, weil ich glaube, und damit bin ich bei der Frage, dass tatsächlich Krauss ein sehr visueller Mensch war. Er hat nicht nur viele Zeitungen gelesen, er hat auch viele Illustrierte gelesen und er hat auch viele Bilder gesammelt, und in diesem großen Werk, die letzten Tage der Menschheit, kommen sehr, sehr viele Bilder vor. Er hat sukzessive die realen Vorbilder und die realen Fotografien wieder herausgenommen, aber als assoziative Textvorlagen spielen sie eine ganz wichtige Rolle, und aus diesem Grund war es mir wichtig zu zeigen, wie sehr Karl Krauss eigentlich auch ein Historiker ist, der nicht nur mit Texten gearbeitet hat, sondern auch mit Bildern. Und wenn man die Textstellen neben die Bilder legt, dann gibt es oft ganz frappierende Erkenntnisse. Das sind ja gar keine Allegorien, das sind keine Erfindungen, sondern das sind reale Vorlagen, die er hier verwendet hat. Jetzt, bevor wir in die Bilder einsteigen, drängt sich dann eigentlich noch eine Seitenfrage auf. Wurden Sie jemals von einem Theaterregisseur gefragt, bei einer Inszenierung der letzten Tage ihm als Berater zum Beispiel mitzuwirken, oder hat das noch keiner gewagt? Nein, das hat noch niemand gewagt, und es ist auch etwas, was, glaube ich, nicht so gern gemacht wird. Ich war zufälligerweise gestern Abend im Burgtheater und habe mir die letzten Tage der Menschheit angeschaut, und im Beiheft, das es gibt, sind Bilder drin, aber es sind keine Fotos drin. Und ich glaube, ich habe mir dann überlegt, wieso sind keine Fotos drin? Es sind Fotos von den Szenenfotos drin, aber keine historischen Fotos. Und ich habe mir überlegt, wieso das wohl ist. Und es sind Bilder, Comiczeichnungen drin, die in gewisser Weise dieser Übersetzbarkeit des Krausschen Textes in die Wirklichkeit einen Riegel vorschieben. Das heißt, man, glaube ich, versucht auch ganz stark, Krauss nach wie vor als literarischen Autor zu betrachten, und versucht, die historischen Verbindungslinien dieses Textes, nämlich dass er einen Großteil dieses Werkes eigentlich aus Zeitungsvorlagen schöpft, aus der Wirklichkeit schöpft, ein Stück weit wieder rückgängig zu machen. Und insofern, glaube ich, wird auch niemand auf die Idee kommen, hier nachzufragen, weil die Regisseure die Bilder lieber selber machen und nicht zugeben, dass Krauss letztendlich große Anleihen an der Wirklichkeit genommen hat und es vielleicht spannend wäre, hier auch mit Bildern zu arbeiten. Aber das ist eine Vermutung, da könnte man, glaube ich, länger drüber reden. Wobei natürlich die Zeitungen ja auch eine Wirklichkeit transportieren und wir uns nicht sicher sind, ob die Zeitungen die Wirklichkeit darstellen, aber das führt natürlich zu weit. Wir haben einige Bilder vorbereitet, ja, wir steigen jetzt in die Bilder ein. Ich habe mir zwei Bilder wünschen dürfen. Wollen Sie, welche Reihenfolge haben Sie? Ich werde, denke ich, Ihnen einige Bilder zeigen. Vielleicht machen wir es jetzt ein bisschen dunkler, sodass die Kontraste ein bisschen größer sind. Genau. Ich denke, ich werde Ihnen eine kleine Auswahl von Bildern vorbereiten. Die Bilder stammen, das möchte ich gleich dazu sagen, nicht nur aus diesem Buch, sondern auch aus den anderen Büchern. Aber sie eignen sich sehr gut, in eine Diskussion einzusteigen, was denn Bilder vermögen in der Bebilderung des Krieges, wo die Schwierigkeiten sind, wo auch unsere Schwierigkeiten sind, 100 Jahre danach diese Bilder
zu interpretieren. Da werden wir sicher noch in der Diskussion darauf zu sprechen kommen. Steigen wir einfach einmal ein. Ich habe etwa 20 Bilder mitgebracht. Als erstes Bild, das ist ein Bild, das Sie sich gewünscht haben und das, glaube ich, gut in die Thematik einführt. Sie haben dieses Bild alle im Kopf. Wir kennen es aus Schulbüchern, wir kennen es aus auflagenstarken Bildbänden aus dem Fernsehen. Das ist die Urszene oder eine der Urszenen des 20. Jahrhunderts, die eine Szene unmittelbar nach der Ermordung des Thronfolgers in Sarajevo am 28. Juni 1914 aufgenommen. Und ich wage zu behaupten, dass 99% aller Beschriftungen dieses Bildes behaupten, dass hier der Verhaftete, der Attentäter Gavrilo Princip sei. Ich habe versucht nachzuweisen, dass das nicht stimmt, dass das auch schon seit langem bekannt ist und dass man trotzdem an einer Lesweise der Fotografie festhält, wieder besseres Wissen aus Gründen, über die wir uns unterhalten können. Dieses Bild ist aufgenommen worden, tatsächlich wenige Augenblicke nach diesen tödlichen Schüssen, aber es zeigt nicht den Attentäter, sondern es zeigt einen unbeteiligten Mann namens Ferdo Bär in Sarajevo. Und auch die weitere Geschichte dieses Bildes ist mit lauter Rätseln umgeben. Es wird behauptet, es ist ein gewisser Charles Trampus aus Paris, das fotografiert hat. Charles Trampus war nicht der Fotograf, sondern das war der Fotoagent, der das weiterverkauft hat. Es ist behauptet worden, dass ein gewisser Philipp Rubel der Fotograf war. Philipp Rubel war ein Postkartenhändler in Wien in der Porzellangasse. Auch er hat das Bild angekauft und im Postkartenformat weiterverkauft. Das ist ein sehr geheimnisvolles Bild. In der Öffentlichkeit scheint so, als ob alles klar wird, wäre, aber mit diesem Bild beginnt eigentlich schon eine Analyse der Weltkriegsbilder. Und man muss sagen, um den Weltkrieg zu verstehen, und das habe ich von Karl Kraus auch in gewisser Weise mitgenommen und gelernt, muss man Texte wie Bilder gegen den Strich lesen. Und das beginnt eigentlich schon mit einem Bild wie diesem. Das sind Bilder, wie sie in der Kriegszeit zirkuliert sind. Der Fotograf im Schützengraben an vorderster Front, in der Hand eben nicht Waffe, sondern anstelle der Waffe den Fotoapparat. Er harrt aus in dieser gefahrvollen Position. Das ist ein Mythos des Ersten Weltkrieges, dass diese Fotografen den Krieg in gefährlichen Positionen fotografiert worden sind. In all den Jahren, in denen ich mich jetzt beschäftige mit diesem Thema, ist mir kein einziger Fall untergekommen, in denen ein Fotograf ums Leben gekommen wäre im Ersten Weltkrieg. Es war im Gegenteil so, dass Fotograf zu sein und in Österreich insbesondere ins Kriegspressequartier aufgenommen zu werden als Fotograf eine Überlebensgarantie war. Man hat die Fotografie im Ersten Weltkrieg tatsächlich in ganz neuen Zusammenhängen eingesetzt. Also ein Bild, ich habe das stellvertretend mitgebracht hier, ist die Aufklärung, die fotografische Aufklärung am Boden, aber auch in der Luft. Also das ist hier eine Fliegeraufnahme oder ein Fliegerfotograf, der von einem Doppeldecker aus in Ostgalizien sich zum Start bereit macht. Diese technische Seite der Fotografie spielt tatsächlich im Krieg eine große Rolle, auch wenn die meisten Bilder, die wir in den Medien bekommen haben, nicht aus diesen Zusammenhängen stammen, sondern aus von Pressefotografen gemacht worden sind und propagandistische Bilder sind. Also Bilder wie diese wären jetzt relativ unspektakulär, weil man sie eigentlich technisch nachbereiten. Zum letzten Bild noch sagen, die Illustrierte Zeitung ist eine Zeitung, glaube ich, die der Karl Kraus auch sehr oft zitiert, genau. in den letzten Tag der Menschheit. Also genau. Zum letzten Bild. Bitte. Das sind Bilder, wie sie in den Medien damals zirkuliert sind. Karl Kraus hat solche Bilder ganz sicher auch gesehen. Er ist ja stundenlang Tag für Tag im
im Kaffeehaus gesessen oder in mehreren Kaffeehäusern, muss man sagen. Es sind Bilder, die Kampfszenen zeigen, was damals nicht dazu gesagt wird, dass all diese Bilder gestellte Bilder sind. Es sind nicht Kampfszenen an vorderster Front, sondern das sind Übungsbilder, die für die Kamera im Hinterland der Front extra aufgenommen worden sind. Das erinnert mich an das Bild, das in der Zeitung veröffentlicht war vor etwa einem Jahr, wo, glaube ich, der Hötzendorf abgebildet wird und wo der Fotograf noch sagt, bitte etwas mehr kühn. Also das heißt, er war aufgefordert worden. Haben Sie das Bild auch mit? Oder? Das habe ich nicht dabei. Das ist ein sehr schönes Beispiel, das auch bei Karl Kraus vorkommt. Und das ist ein Bild, das im Text von Karl Kraus erwähnt wird, umschrieben wird, aber nicht gezeigt wird. Aber man kann die Vorlage finden. Dieser Skolik ist nicht irgendeine Fantasiefigur, sondern das war ein bekannter Wiener Porträtfotograf, der tatsächlich den Hötzendorf auch fotografiert hat. Und Karl Kraus hat dieses Bild vor Augen gehabt, hat es aber im Schreiben umschrieben und hat es dann aus dem Text, hat das Bild nicht in den Text integriert. Also das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie die Fotografie vorkommt im wörtlichen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne in diesem Drama von Karl Kraus. Ein Beispiel dafür, im Laufe des Krieges haben sich die Bildwelten auch verändert, sie sind weniger statisch geworden, sie sind dramatischer geworden. Ein Beispiel dafür, wie diese Propagandabilder nicht nur sozusagen in einem Staat zirkuliert sind, sondern es hat da große Austauschbewegungen gegeben, das ist dieses Kürzel BUFA, Bild- und Filmamt, das ist die staatlich-militärische Bildpropagandastelle in Deutschland, und Österreich hat sehr viel Material aus BUFA-Beständen veröffentlicht, verwendet. Umgekehrt haben deutsche Medien auch sehr viel österreichisches Material. Also hier hat es durchaus einen Medienaustausch gegeben. Wer sich für Kriegspropaganda interessiert, weiß, ob Sie die Ausstellung gesehen haben in Hamburg, im Museum für Gewerbe, gibt es noch bis 1. November eine Ausstellung über Kriegspropaganda und Plakate insbesondere zu sehen. Da gibt es auch Belege, nicht dass wir glauben, dass die Propaganda eine österreichische Erfindung war, im Gegenteil, sie ist eigentlich in Amerika erfunden worden, und zwar von einem Neffen, glaube ich, von Sigmund Freud, der hat da wesentlich mitgewirkt, ironischerweise. In dieser Ausstellung sehen Sie Propaganda von allen Konfliktparteien. Nicht, dass Sie den falschen Eindruck haben, dass wir sozusagen womöglich als Österreicher die Propaganda erfunden haben. Wir haben sie etwas unpraktisch und ungeschickt eingesetzt mitunter, aber manchmal auch vielleicht, wie Sie zeigen werden, effektiv. Im Gegensatz zu diesen offiziellen Bildern, die suggerieren, dass der Kriegsfotograf in vorderster Front ist, sind die schaut die Wirklichkeit ganz anders aus. Diese Kampfszenen, die an vorderster Front aufgenommen worden sind, und da rede ich jetzt von allen kriegsführenden Ländern, das betrifft Deutschland, Österreich, aber auch die Alliierten genauso, die sind zum überwiegenden Teil im Hinterland bei Übungen entstanden. Oder ein Aspekt, auf den ich hier vielleicht nicht ausführlicher eingehen kann, aber der sehr interessant ist: Sie sind sogar in der Nachkriegszeit bei Filmaufnahmen für Weltkriegsfilme als Standfotografien entstanden und dann in die Archive eingewandert als quasi dokumentarische Bilder. Also auch diese Fälle gibt es, insbesondere im Imperial War Museum in London gibt es eine ganze Reihe von Bildern, die als Szenen des Ersten Weltkrieges beschriftet sind, die eigentlich aber aus dieser Nachkriegszeit kommt. Also den dokumentarischen Wert von diesen Kriegsbildern, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und das muss man sich, glaube ich, sehr genau anschauen. Dieses Beispiel hier ist an der Isonzo-Front aufgenommen worden 1917 und es ist eine gestellte Szene, das sieht man allein schon daran, dass der Fotograf an dieser Stelle keine zwei Sekunden ausgeharrt hätte, lebend, er wäre natürlich sofort getötet worden. Ein zweites Bild, das das noch deutlicher zeigt, wo er sehr überhöht sozusagen runterschaut auf diese stürmenden oder angeblich stürmenden Soldaten. Also diese Bilder sind gestellte Szenen.
Das ist in der während der Kriegszeit erstaunlicherweise wenig thematisiert worden. Es gibt ein paar wenige Debatten darüber, ob man denn solche Bilder wirklich einsetzen soll oder nicht. Aber diese Bilder sind in großer Zahl zirkuliert. Das Hauptmassenmedium damals war die illustrierte Presse. Also es hat ja noch kein Fernsehen gegeben, es hat kaum Kino gegeben, es hat ansatzweise Wochenschaubilder gegeben, aber um die große Masse der Bevölkerung mit fotografischen Bildern zu erreichen, hat man im Prinzip die Wochenzeitungen verwenden müssen. Tageszeitungen haben zu dieser Zeit noch nicht Bilder, Fotos gezeigt, zumindest nicht in Europa. Und ein zweiter Teil dieser Bildpropaganda, der spielt sich in Ausstellungen ab und etwas, was heute schwer nachzuvollziehen ist, aber auch die Bildpostkarte spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil sie in unglaublichen Mengen auf den Markt gekommen ist. Also das waren die drei wichtigsten Medien. Das ist noch ein Bild, das Sie sich gewünscht haben, weil es auch sehr schön zeigt, wie denn die Fotografen vorgegangen sind, und nicht nur die Fotografen, sondern in Zusammenarbeit mit den Fotografen auch die, die Redakteure in den Zeitungen. Also die Fotografen machen einen Teil der Arbeit und den zweiten Teil der Arbeit, der wird in den Zeitungen erledigt. Ich habe Ihnen hier zwei Bilder mitgebracht, die 1917 im Hinterland der Isonzo-Front aufgenommen worden sind. Das erste Bild ist dieses und das zweite Bild ist dieses. Und in beiden Fällen ist der Protagonist im Bild Kaiser Karl. Kaiser Karl war im Unterschied zum alten Kaiser, der nicht mehr mobil war und nicht an Frontabschnitte gereist ist, war unglaublich aktiv. Also er ist eigentlich ständig unterwegs gewesen, und er war nicht nur ständig unterwegs, sondern hat auch ständig einen Medientross hinter sich hergeführt. Muss man sich vorstellen, es waren mehrere Fotografen, es waren Filmer, man sieht bei diesem Bild ganz rechts den Filmer, die Filmaufnahmen, es waren schreibende Journalisten und so weiter, also die waren permanent unterwegs, und eines dieser beiden Bilder hat es in die illustrierte Presse als Propagandabild geschafft. Sie dürfen raten, welches es war. Bitte? Dieses. Das war's, ja. Und der Grund? Ja, weil der Kaisersohn, ist das der Kaisersohn? Der Kaiser Karl. Ja, also vielleicht deswegen. Sie stürmen vorwärts. Ja, genau. Also das, bei diesem Bild ist das Auto des Kaisers in Marschrichtung der Soldaten unterwegs. Mit den Truppen, er ist mit den Truppen. Und beim anderen fährt er die Gegenrichtung. Also man schalten wir noch einmal hin und her, genau. Also man sieht hier, dass der Kaiser, das ist der mit der Mütze, der sich umdreht, der den Soldaten sozusagen zuwinkt, das Auto fährt in die gleiche Richtung, in die Marschrichtung ist, und hier fährt er in die Gegenrichtung. Es ist aber am gleichen Tag, an der gleichen Stelle aufgenommen worden. Der Kaiser ist auch nicht wirklich an die Front gefahren, sondern der ist auf einen Hügel im Hinterland davon, wo es sehr sicher war, hat sich dort positioniert vom Fernrohr, hat sich fotografieren lassen und ist dann gleich wieder abgereist. So muss man sich das irgendwie vorstellen. Also, ich habe doch eine Frage zu dem anderen. Ja. Sie haben ja beigebracht, dass ich die Fotos genau anschaue. Und mit der Vorbereitung ist mir auch aufgefallen, der Fahrer oder der Beifahrer, der lümmelt ja recht kräftig dort, oder? Ja, vielleicht steht das Auto sogar. Das scheint ziemlich gelangweilt zu sein. Ja, es kann auch sein, dass das Auto steht. Das hätte durchaus auch einen Sinn, weil die Fotografen im Ersten Weltkrieg, anders als wir uns das vielleicht heute vorstellen, keine wirklichen, also diese offiziellen Fotografen, keine wirklichen Schnappschüsse gemacht haben, sondern die haben genau inszenierte Bilder gemacht. Die haben mit Stativ gearbeitet, die haben einen großen Kasten als Fotoapparat verwendet, also üblicherweise mit Glasplatten-Negativen im Format 13x18, also das waren schwere Geräte, also man
kommt auf eine Ausrüstung von etwa 15 Kilo, wenn man einen Glasplattenvorrat auch mitrechnet. Also das sind jetzt keine kleinen Kameras, die man schnell einmal unter den Arm klemmt. Und das heißt, dass diese Bilder auch eine Ästhetik vermitteln, auch wenn das jetzt wie hier vielleicht Bewegung suggeriert, hat der Fotograf ganz sicher mit seinem Apparat Aufstellung genommen, hat das Bild genau eingerichtet und er hat auch, was dann später möglich war nach dem Ersten Weltkrieg, nicht Serien fotografieren können. Also er hat händisch die Glasplatte rausnehmen müssen, er hat die zweite Glasplatte wieder einlegen müssen, also das, man kann jetzt nicht eine Serie von, wie es dann mit der Leica passiert, irgendwie von 36 Bildern schießen, sondern hier ist tatsächlich noch Bild für Bild eingerichtet worden. Ich rede jetzt von dem offiziellen Kriegsfotografen, das waren in der Regel Pressefotografen, die vor dem Krieg auch als Pressefotografen tätig waren und die haben mit diesen Geräten gearbeitet. Im Laufe der Beschäftigung mit diesem Thema bin ich drauf gekommen, man hat vielleicht den Eindruck oder im Kopf Bilder, die sich an vorderster Front abspielen und die Kriegsfotografie im Ersten Weltkrieg ist ein enorm weites Feld. Kämpfe, wie gesagt, gibt es nur in gestellter Form und was machen die Fotografen sonst? Sie fotografieren technische Infrastrukturen, sie fotografieren die Kommandanten, sie fotografieren auch die Zivilbevölkerung und da habe ich ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde, mitgebracht. Das ist entstanden zu einem Zeitpunkt, als an der Ostfront der Krieg zu Ende war, nämlich durch den Waffenstillstand mit den Russen Ende 1917. Da tauchen die Fotografen auf aus ihren Schützengräben und blicken plötzlich mit einer ganz anderen Neugierde und Ästhetik auf das, was sie sehen. Nicht mehr dieser eingegrabene Blick, nicht mehr dieses sich verschanzen in den eigenen Gruppen, sondern offen herumgehen. Und dieser alte Mann, es gibt eine längere Serie, die hier in Wolynien entstanden ist, die finde ich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Kriegsfotografie auch ganz andere Dinge zeigt, als nur die Kämpfe an der Front. Oder ein anderes Beispiel hier, das ist in Ostungarn aufgenommen worden, ein sehr schönes Bild, wo der Fotograf im Hinterland der Front unterwegs war und dann dieses Kind in dieser Haustür gesehen hat. Also ich wollte insbesondere in meinem Buch Die andere Front auch diese Seite der Kriegsfotografie nicht außer Acht lassen und mit einbeziehen. Vor allem auch deswegen, und Sie haben das am Anfang schon angedeutet, weil in Österreich, und das vergessen wir heute sehr leicht, der Krieg vor allem im Osten geführt worden ist, im Osten und im Südosten. Und der Großteil dieser Bildbestände, die es noch gibt, also das sind Bilder, die an den Originalnegativen in der österreichischen Nationalbibliothek im Bildarchiv vorliegen, der Großteil dieser Bilder spielte eben in Galizien, in Wolynien, in der Bukowina. Und ich denke, dass es spannend ist, diese Bilder nicht nur unter dem Blickwinkel zu sehen des Krieges, sondern auch Bilder wie diese, nämlich die Zivilbevölkerung zeigen, die den Blick der Fotografen abseits dieser Front zeigen. Oder ein Bild von der Dolomitenfront, ein sehr beeindruckendes Bild. Ich glaube, dass der Karl Kraus das auch in der Zeitung gesehen hat. Es ist in der Zeitung abgebildet worden, es gibt bei ihm die Textstelle, wo er darauf zu sprechen kommt, dass Kinder mit Granaten spielen. Und ich denke, dass er dieses Bild vor Augen gehabt haben könnte. Darf ich da noch, wenn Sie die Bemerkung jetzt gerade kommen, also mir kommt vor, dass die Kinder in Österreich, vielleicht auch in Deutschland, also zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, es gelernt haben, nicht mit Kriegsspielzeug zu spielen. Wir sind recht oft auch im Ausland unterwegs und da empfinde ich, dass die Leute im Ausland keine Scheu haben, dass ihre Kinder mit Kriegsspielzeug spielen. Mir ist das einige Male aufgefallen. Glauben Sie, hat das irgendwie einen psychischen, wahrscheinlich hat das irgendeinen psychischen Hintergrund, dass wir uns schuldig fühlen? Oder?
Also damals war es sicher nicht so. Ich habe vor einiger Zeit diese Ausstellung in der Nationalbibliothek gesehen und da gibt es eine ganze Abteilung zum Thema Kriegsspiele für Kinder im Ersten Weltkrieg. Also da ist alles Mögliche auch aufbereitet worden für Kinder. Ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen eine jüngere Entwicklung ist, die vielleicht eher mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, aber das ist jetzt sozusagen eine These, da müsste man, glaube ich, länger drüber sprechen. Damals war es jedenfalls, die Botschaft dieses Bildes ist ganz eindeutig. Österreich ist, oder Italien ist im Mai 1915 in den Krieg eingetreten und Österreich hat Italien sozusagen als inferioren Gegner propagandistisch kennzeichnen wollen und in diese Propagandaschiene passt dieses Bild, nämlich diese italienische Granate, die gelandet ist auf österreichischem Territorium, ohne zu explodieren, hat keine Kraft mehr, so wie der Gegner insgesamt nicht die Kraft hat, uns hier gefährlich zu werden. Sogar ein Kind kann sich hier ausruhen auf dieser Granate. Es hat im Übrigen ähnliche Bilder auch auf italienischer Seite gegeben, also das war jetzt keine österreichische Erfindung. Ein anderes Thema, und das finde ich auch ein Thema, das rechtfertigt, sich genauer mit Fotografien zu beschäftigen, das ist der ganz große Bereich der Zivilbevölkerung und auch der Flüchtlinge. Zivilbevölkerung kommt ja in diesen offiziellen Kriegschroniken, die zumindest in Österreich und in Deutschland nach dem Krieg ganz stark von Militärs geschrieben worden sind, kaum vor. Also die stören, die sind irgendwie hinderlich, die muss man abtransportieren, die muss man vielleicht retten, wenn es gut geht, aber ansonsten geht man darauf nicht ein. Die Fotografen gehen sehr intensiv auf dieses Thema ein, die beschäftigen sich sehr intensiv und auch hier muss man die Bilder oder vielleicht genauer die Bildtexte gegen den Strich lesen. Üblicherweise wird, wenn von diesen Zivilisten, die aus den Kriegsgebieten weggehen, die Rede ist von Flüchtlingen gesprochen. De facto handelt es sich zum Teil um Flüchtlinge, zum Großteil aber um Zwangsdeportationen. Das heißt, vor allem an den östlichen Kriegsschauplätzen sind die Zivilisten mit großem Zwang abtransportiert worden, nicht nur weil sie im Wege sind, sondern weil sie als verdächtig erscheinen, weil sie nicht patriotisch genug erscheinen. Und das betrifft nicht Hunderte, nicht Tausende, sondern Zehntausende, Hunderttausende. Allein die sogenannten Flüchtlingslager in Österreich, in Tschechien, in Böhmen, aber auch in Ungarn, das sind Hunderttausende von Menschen, die hier aufbewahrt worden sind, die eingepfercht worden sind, die Sterblichkeit war enorm hoch. Das ist ein Thema, das in der Fotografie vorkommt. Oder auch das Thema des Hinterlandes, Krieg, sagt Karl Kraus, der Krieg ist ins Hinterland hineingewachsen. Das zeigt sehr schön, dass der Krieg nicht nur an der Front geführt wird, sondern dass eigentlich ganz weit im Hinterland die Kriegsanstrengungen geführt werden. Und ein Bereich, der auch in dieser offiziellen Propaganda wenig vorkommt, ist die Frauenarbeit. Hier eine Arbeiterin in einer österreichischen Munitionsfabrik oder ein zweites Bild, das ich mitgebracht habe. Näherinnen in einer mobilen Militärwaschanstalt in Petrikau in Galizien im Frühjahr 1915. Also dieser Krieg an der Front wäre ohne diese Arbeiterfrauen im Hinterland nicht möglich gewesen. Auch bei Karl Kraus kommt das vor. In seinem, also wie ich das erste Mal gelesen habe, vor vielen Jahren, nämlich die weiblichen Hilfskräfte im Krieg, habe ich mir gedacht, naja, wer wird das wohl sein? Diese weiblichen Hilfskräfte im Krieg, das sind tatsächlich so genannt, die sind damals so genannt worden, Frauen, die zu zivilen Arbeiten herangezogen worden sind und die ziemlich abseits der Öffentlichkeit große Arbeiten im Dienste des Krieges verrichtet haben. Und das kommt in den Bildern
wenn man sie richtig liest. Auch zu diesem Thema möchte ich schon auf die nächste Veranstaltung kurz hinweisen. Da wird die Christa Heimerle mein Gast sein, die ja sich speziell mit der Frauenproblematik beschäftigt hat. Mir fällt mir auf, wie gesagt, Sie sind selber schuld. Ich schaue die Fotos jetzt immer genauer an. Das ist eine Nähmaschine von Singer, das ist ja, glaube ich, ein amerikanisches Produkt. Es ist ja so gewesen, dass dann Österreich abgeschnitten war vor den Importen. Das heißt, das muss mindestens eine alte Nähmaschine gewesen sein, denn neue kamen von Amerika nicht mehr rüber. Es gab ja eine Seeblockade durch England, sodass dort nichts mehr reingekommen ist. In dem vorigen Bild haben Sie noch eine andere Maschine, da habe ich genauer hingeschaut. Ist das eine, können Sie das identifizieren? Das Brown? Kann man schwer erkennen. Providence, Rhode Island. Bitte? Providence, Rhode Island. Aha. Naja, die Maschinen sind ja, das wissen wir zum Großteil, in Österreich, also solche Maschinen auch vor dem Krieg importiert worden, ganz richtig, es hat die Blockade gegeben, es hat aber auch im Informationssektor, das darf man nicht vergessen, eine Abschottung gegeben nach dem 1. Jänner 1914 war es praktisch nicht mehr möglich, ausländische Zeitungen zu lesen. Also diese Propagandaschlacht hat auch funktioniert in Zusammenarbeit mit dieser nationalen Abschottung. Karl Kraus hat das umgangen, er war sehr viel in der Schweiz, er hat in der Schweiz nicht nur sich erholt sozusagen von diesen schwierigen Umständen im Hinterland des Krieges, sondern ein wichtiger Aspekt war auch an Informationen heranzukommen, ausländische Zeitungen zu lesen. Sie haben sich vielleicht versprochen. August. Ja, ja. Die Schale konnte beim Kraus vor. Die Schale fotografiert aber nicht. Doch, die fotografiert, ja. Aber die war doch an der Front angeblich. Ja, aber an dieser Front, die wir gesehen haben. Okay. Also die Alice Schalek, das ist eine Figur, die in den letzten Tagen der Menschheit ganz oft vorkommt. Sie ist die Protagonistin dieses voyeuristischen, kriegsgeilen Journalistentypus, also nicht zufällig assoziiert er das mit einer Frau. Die Alice Schalek war eine Journalistin, die für die Neue Freie Presse gearbeitet hat, bei jüdischer Herkunft, sie hat Feuilletons geschrieben, sie hat aber auch vor dem Krieg schon Reisen unternommen, eine sehr selbstbewusste Frau, sie hat diese Bilder auch veröffentlicht und im Krieg dann wird sie als schreibende Journalistin ins Kriegspressequartier aufgenommen und an der Front fotografiert sie auch zugleich. Und diese Fotos von ihr kommen in einer ganz bestimmten Form in die Öffentlichkeit, nämlich nicht so sehr in gedruckter Form, sondern als Diaschauen in den Volkshochschulen. Also das sind Massenveranstaltungen, wenn die Schalek in der Urania auftritt, 800 Leute kommen da zusammen, sie hält diese Vorträge ganz oft. Und bei Kraus kommt sie sehr, sehr schlecht weg. Sie wird dann auch gebremst sozusagen im Kriegspressequartier. Es gibt einen Prozess, es ist alles irgendwie relativ komplex. Die Nachgeschichte ist, sie knüpft in der Zwischenkriegszeit wieder an, wo sie vor dem Krieg gestanden hat, nämlich als Reisejournalistin, geht dann flüchtet dann in die USA und stirbt sehr verarmt in der Nähe von New York. Und der Nachlass, der fotografische Nachlass, ist vor etwa 10 Jahren in die Nationalbibliothek in Wien zurückgekehrt. Also das ist nur vielleicht ein kleiner Exkurs zur Schalek. Ein Thema, das kaum vorkommt oder wenig vorkommt in den schriftlichen Berichten beziehungsweise in einer vielleicht etwas anderen Form, nämlich das ist der ganze Themenkomplex der Verwundung. Also es hat ja unglaubliche Opferzahlen gegeben. Allein das Kriegsarchiv in Wien hat mit einem Projekt 1914 gestartet, Gefallen auf dem Felde der Ehre hat das geheißen. Man wollte von jedem Offizier, der gefallen ist, ein Porträtfoto in ein Album aufnehmen
und hat angefangen zu sammeln, hat dieses Album auch gebunden, und dieses Album ist so schnell in der Menge explodiert, dass man schon nach wenigen Monaten dieses Projekt hat abbrechen müssen. Also dieses Gefallen auf dem Felde der Ehre, das gibt es auch bei Karl Kraus, da greift er genau dieses Projekt auf. Ein zweiter Aspekt ist das Thema der Verwundung, und das Thema der Verwundung kommt in der Fotografie fast nur in der Form vor, also in der propagandistischen Fotografie, dass die Verwundeten wieder fit gemacht werden für einen Einsatz im Krieg. Also das ist hier ein sehr steriles Krankenhausambiente in Villach, im Hinterland der Isonzofront. Man sieht, dass ein junger Mann mit diesen technischen Geräten sozusagen die Mobilität wieder erlangen sollte, um dann wieder in den Krieg zurückzukehren. Ich glaube, das Gartenbau-Kino, der erwähnt ja auch Kraus, genau, ist in ein Spital oder in ein Lazarett umgewandelt worden. Also Dinge, genau, die man heute noch sich vorstellen kann, dass das Gartenbau-Kino noch existiert. Das sind Bilder, die sehr selten sind, wo die Verwundeten in einer Kirche in der Bukowina im Stroh liegen. Solche Bilder gibt es auch selten, aber die kommen kaum an die Öffentlichkeit. Also dieses große Thema der Verwundung wird auch in gewisser Weise zugespitzt behandelt. Und zum Schluss habe ich Ihnen noch zwei Bilder mitgebracht, die in den offiziellen Chroniken des Krieges natürlich immer fehlen. Das ist der Krieg gegenüber der Zivilbevölkerung, der mit ganz drakonischen Mitteln geführt worden ist, insbesondere wenn es darum geht, die nicht-deutsche Bevölkerung in den östlichen Gebieten oder östlichen und südöstlichen Gebieten der Monarchie mit der umzugehen, der man schon von Beginn des Krieges an unterstellt hat, dass sie nicht loyal sei, dass sie verräterisch sei, dass sie mit den Russen zusammenarbeiten würde. Es hat Deportationen gegeben, und es hat ein Kapitel im Krieg gegeben, das erstaunlicherweise jahrzehntelang nicht aufgearbeitet worden ist in Österreich, nämlich es hat einen Krieg am Gallen gegeben. Es sind Zehntausende von Zivilisten unter fadenscheinigen Gründen hingerichtet worden in Ost- und Südosteuropa, und diesem Kapitel habe ich ein eigenes Buch gewidmet, hier zwei Bilder. Man muss auch hier die Bildtexte gegen den Strich lesen, also wenn von Spionen die Rede ist, ist in der Regel, also es hat keinerlei Gerichtsverfahren gegeben, sondern wenn der Kommandant in einer Gefechtssituation behauptet hat, dieser Mann sei ein Spion, dann ist er auch ohne feldgerichtliches Verfahren hingerichtet worden. Also das ist ein sehr komplexes Feld, also wenn Sie das interessiert, müssten Sie sozusagen in dieses Buch reinschauen. Zwei Bilder noch. Das eine ist das Thema Tod, allgegenwärtig im Krieg. Es gibt ein Motto in der Fotografie, ein stillschweigendes Motto, an das sich die offiziellen Kriegsfotografen halten, sowohl in Österreich, in Deutschland, aber auch bei den Alliierten: zeige nur die Toten der anderen, zeige nicht die eigenen Toten. Folglich sind das nicht österreichische Getötete, sondern italienische Tote. Im Herbst 1917 hat es den großen Durchbruch an der Italienfront gegeben. Große Gebietsgewinne, große Verluste auf italienischer Seite. Aus diesem Kontext stammen die Bilder. Und dann ein letztes Bild, eine Antikriegskundgebung 1924 in Wien mit einem großen Transparent: nie wieder Habsburg. Also ich wollte Ihnen mit diesen Bildern nur ansatzweise sozusagen ein paar Beispiele zeigen, mit welchen Bildern, mit welchen Bildthemen wir es zu tun haben, und ich denke mir, man muss sich dann im Einzelnen sehr genau anschauen, was man mit diesen Bildern macht, wie man die analysiert, wie man die in einen Kontext setzt. Für mich als Historiker heißt es, Bilder sprechen nicht für sich allein, sondern sie müssen sehr eng auch mit anderen Quellen in Verbindung gebracht werden. Wenn ich anfangs gesagt habe, Bilder haben einen anderen Status zur Realität, weil der Fotograf zwangsläufig vor Ort sein muss, dann stimmt das aber
in den Bildern kommt noch nicht die Geschichte von allein zum Sprechen. Also dazu braucht es noch sehr viel mehr. Und insofern sind diese Bücher, also insbesondere dieses Buch zur Kriegsfotografie und Propaganda im Ersten Weltkrieg, auch kein Bilderbuch, sondern eigentlich der Versuch, die Bilder in einen Kontext zu setzen. Und das ist mitunter sehr aufwendig, und es gibt auch Beispiele, wo ich sagen muss, es gelingt mir nicht, dieses Bild wirklich zum Sprechen zu bringen. Also ich habe ein Bild an den Beginn dieses Buches, die andere Front gesetzt, das ist das allererste Bild, und das zeigt einen Schneemann in Ostgalizien, und ich versuche an diesem Bild zu zeigen, wie schwierig es ist, dieses Bild zum Lesen zu bringen, zum Sprechen zu bringen, und eigentlich gelingt es mir auch nicht ganz. Es ist genau, es ist in diesem Buch drin, also die andere Front, und da starte ich mit einem Bild, das ich faszinierend finde, das ich sehr lange angesehen habe, das ich immer wieder unter neuer Perspektive gesehen habe. Das ist ein Schneemann in Kolomea in Galizien, der auf einem Schwein drauf sitzt, und ganz unten gibt es die Inschrift nach Albanien, und ich habe lange gerätselt, was es mit diesem Bild wohl auf sich hat, und ich habe das dann auch in der Zeitung veröffentlicht mit einer vorläufigen Deutung, und dann hat mir ein Leserbriefschreiber einen Tipp gegeben, und er hat gesagt, also er glaubt, dass das der König Nikola von Montenegro sei, der hier auf der Flucht dargestellt wird, despektierlich sozusagen auf dem Schwein sitzend. Auch vom Zeitpunkt her würde das ziemlich gut hinkommen. Und ich habe sozusagen diese Deutung, die mir vorläufig jetzt einleuchtet, am besten zu Papier gebracht, aber vielleicht kommt jemand und sagt, es gibt noch eine dritte oder vierte Schicht. Also das ist bei der Fotografie immer auch möglich und wichtig, dass diese Deutungen nicht endgültig sind, wie es im Prinzip auch Historiker für Texte, wenn sie ehrlich sind, zugestehen müssten, dass man auch mit vorläufigen Deutungen. Mich haben die vielen Fotos von den gehängten Menschen schon, ehrlich gesagt, erschüttert. Was ist mit diesen Fotos gemacht worden? Sind die als abschreckende Video auch veröffentlicht worden, oder könnt ihr dazu noch was sagen? Also dieses Buch, Das Lächeln der Henker, ich habe lange überlegt, ob ich dieses Buch schreiben soll, und auf diese Thematik bin ich eigentlich durch Zufall gekommen. Also ich habe mich ursprünglich mit Propagandafotografie beschäftigt, mit dieser offiziellen, mit dieser Sichtweise, wie der Krieg denn offiziell dargestellt wird. Und weil die Bildbestände in Österreich-Ungarn an der Ostfront spielen, in Polen, in der heutigen Ukraine, in Rumänien, in Serbien, in Kroatien, in Albanien, bin ich in all diese Länder gereist, um in den Archiven zu stöbern, und ich bin dann zufällig draufgekommen, dass es in sehr vielen dieser Archive sozusagen unter der Hand auch noch Bildbeispiele gibt, die so ganz und gar nicht in dieses Schema hineinpassen, die eigentlich von einem Krieg sprechen, wie wir ihn uns gar nicht vorstellen wollen, einen schmutzigen Krieg, einen Krieg gegen die Zivilisten, noch dazu festgehalten in Fotografien. Und ich habe mich gefragt, wer denn diese Fotos gemacht hat, und ich bin drauf gekommen, diese Fotos haben zum Großteil österreichisch-ungarische Soldaten gemacht. Und habe sehr viel recherchiert, und nachdem es die schriftlichen Quellen sehr wenige gibt, sehr dürftig, also ich habe erwähnt, dass es von diesen Hinrichtungen keine feldgerichtlichen Verfahren und keine Aufzeichnungen gibt, waren diese Fotos für mich die wichtigste Quelle, um diese Geschichte zu erzählen. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Bilder auch in dieser drastischen Form zeigen soll, zeigen kann, zeigen darf. Und ich habe mich dafür entschieden, habe das auch in der Einleitung
begründet. Wieso wurden diese Bilder gemacht? Aus heutiger Sicht sind das Bilder, die die Fotografen zu Mittätern machen, die diesen Voyeurismus auch ausstellen. Tatsächlich waren diese Bilder, zumindest in der ersten Phase des Krieges, nicht tabuisiert. Im Gegenteil, diese Bilder sind auch in den Zeitungen veröffentlicht worden. Man hat in dieser kollektiven Spionagehysterie, und Karl Kraus kommt in den letzten Tagen der Menschheit immer wieder darauf zu sprechen, über die Stränge geschlagen und hat diese Bilder als Belege gesehen mit diesen verräterischen Elementen unter Anführungszeichen in den eigenen Reihen umzuspringen. Es hat vom höchsten Armeeoberkommando Befehle gegeben, diese Zivilisten mit aller Härte zu behandeln, und dazu gehört eben auch diese Massenhinrichtungen. Und diese Massenhinrichtungen, da ging es nicht nur um Bestrafung, sondern da ging es um kollektive Zuschaustellung. Viele von diesen Bildern sind an öffentlichen Plätzen entstanden. Sehr oft sind die Zivilisten vor Ort eingeladen worden. Die Soldaten stehen um die Erhängten herum. Das heißt, das waren öffentliche Schauspiele. Und die Fotografen hatten hier eine ganz, ganz wichtige Rolle, nämlich das auch festzuhalten. Es gibt sehr viele Alben von Soldaten, in denen diese Bilder auftauchen. Dann passiert etwas Eigenartiges. 1917 wird der Reichsrat wieder einberufen. Die Öffentlichkeit, die parlamentarische Öffentlichkeit beginnt ansatzweise wieder zu arbeiten, und diese Bilder verschwinden in einem Male aus der Öffentlichkeit, und zwar weil etwas passiert, diese Bilder eigentlich von etwas künden, etwas zeigen, was gegen die Fotografen, gegen die Henker Stellung bezieht. Etwas, was der Karl Kraus auch schon beschrieben hat, am Beispiel dieses Battisti-Bildes. Und auch in der Nachkriegszeit taucht das nicht wieder auf. Es gibt bis heute keinerlei Untersuchung, keinerlei Analyse dieser Bilder, dieser Ereignisse. Es hat nach dem Krieg eine militärgerichtliche Untersuchungskommission gegeben, um das aufzuarbeiten, aber dieser Aspekt wurde ausgeklammert, also man hat sich damit nicht beschäftigt. Und dabei ist es nicht eine Frage von einigen wenigen, sondern das sind Zehntausende von Menschen, die hier ums Leben gekommen sind. Und ich wollte einfach auch in diesen Bildern diesen Menschen, von denen man in den meisten Fällen auch den Namen nicht weiß, eine Spur sozusagen in der Öffentlichkeit zurücklassen. Mir ging es jetzt gar nicht so sehr um die Länder, in denen das passiert ist, sondern eigentlich um unsere eigene Geschichte, um die Frage, was denn unsere Großväter und Urgroßväter gesehen haben und was sie denn, also ohne die jetzt an den Pranger zu stellen, aber und was sie denn in ihren Alben für Erinnerungen aufbewahrt haben. Und das war die Frage. Und das ist eine sehr schwierige Debatte, auch bis heute, glaube ich. Ich glaube, ein besonderer Übeltäter war ja Lütgendorf, genau. Der auch bei Karl Kraus erwähnt wird. Aber ich glaube, ich hatte eine einzige 6 Verurteilungen, glaube ich, gegeben, aber nicht, wie Sie sagen, wegen dieser Dinge. Möchtest du gleich? Ich wollte eigentlich eine technische Frage stellen. Natürlich haben diese Soldaten, die da Fotos gemacht haben, nicht mit Plattenkameras gearbeitet. Können Sie sagen, ich bin in der technischen Geschichte nicht so firm, ab wann haben sozusagen Rollfilmkameras, die ganz so boxartige Kameras existiert, die die Soldaten verwenden konnten? Also und dann noch eine zweite Frage zu Schalek, weil bei Karl Kraus wird ja doch der Eindruck erweckt, er mag sie nicht, aber dass sie sich relativ im vorderster Front bewegt habe. Also mutig war sie, glaube ich, sogar beim Karl Kraus. Und da ist die Frage, wenn sie dort vorne war, ob sie nicht, also in diesem Fall auch nicht gestellte Aufnahmen gemacht hat, beziehungsweise die Soldaten, die also
einen Fotoapparat mithalten hatten, haben ja auch nicht die Kraft und die Macht gehabt zu sagen, stellt euch hier dorthin und dorthin. Also gibt es nicht ein Reservoir doch von relativ nicht gestellten Aufnahmen? Also das sind zwei ganz wichtige und interessante Fragen. Zur ersten Frage, Sie haben vollkommen recht, was ich hier beschrieben habe, ist die Praxis dieser offiziellen Fotografen. Das war in der Regel, wie ich das kurz ausgeführt habe, Pressefotograf vor dem Krieg, die in das Kriegspressequartier gekommen sind, die waren bestens technisch ausgestattet mit diesen schweren Apparaten, aber Sie haben vollkommen recht, daneben hat es noch eine Unzahl von anderen Offizieren und Soldaten gegeben, die fotografiert haben. Das waren Amateure, die ihre Kamera mit ins Feld genommen haben und die haben natürlich nicht mit solchen Apparaten fotografiert, allein schon aus Gewichtgründen. Es hat Rollfilmapparate damals schon gegeben, die gibt es schon seit vor der Jahrhundertwende. Das waren relativ leichte Apparate. Die Kameraindustrie hat auch auf die Erfordernisse des Krieges reagiert, weil sie da einen neuen Absatzmarkt gewittert hat. Es sind zum Beispiel leichtere Kameras auf den Markt gekommen, es sind Kameras mit einem Lederschutz, um sie besser zu schützen, es sind Kameras mit Sucher auf den Markt gekommen, also es hat eine Reihe von Innovationen gegeben. Und wenn wir uns diesen großen Bereich der Amateurfotografie ansehen, dann sind auch die Motive und die Themen andere. Was haben die Soldaten fotografiert? Erstaunlich ist, dass es sehr viele Gesellschaftsszenen gibt, Gruppenaufnahmen. Das mag jetzt im Rückblick vielleicht uninteressant erscheinen, aber diese Fotos sind ja getauscht worden oft, die sind weitergegeben worden, die sind mit der Post nach Hause geschickt worden. Und wichtig war es für die Soldaten festzuhalten, ich bin noch am Leben, uns geht's gut, wir sind gut versorgt, wir haben es vielleicht auch lustig. Technische Einrichtungen, die fotografiert worden sind. Das heißt, die Thematik offizielle Fotografie und private Fotografie ist eine ganz andere. Ich habe es jetzt sehr getrennt in der zweiten Kriegshälfte versucht, die Bildpropaganda verstärkt auf diese privaten Bilder zuzugreifen, Amateure dazu zu animieren, bestimmte Dinge zu fotografieren, einzuschicken, Wettbewerbe auszuschreiben, den Leuten Filme, also Negative zur Verfügung zu stellen, zu Zeiten, wo es dann schon schwieriger war, die zu bekommen. Also da gibt es sehr unterschiedliche Ästhetik. Insgesamt muss man sagen, dass die Fotografie doch eine bürgerliche Attitüde war, allein schon vom Preis her. Also für eine gute Fotoausrüstung hat man 1914 etwa den Monatlohn eines Beamten hinblättern müssen. Also Arbeiter oder Bauern haben sich das eigentlich damals noch nicht wirklich leisten können. Aber es war eine sehr verbreitete Aktivität. Die zweite Frage habe ich mir notiert, ja, aber ich habe es jetzt nicht mehr ganz bedeutet. Schade, genau. Relativ weit vorne, selbst fotografierend, bitte, die hat vielleicht manches mal sagen können, bitte stellt euch so und so zusammen, aber das muss doch auch, so wie die anderen, die Amateurfotos, sie ist ja letztlich so halb Amateurin, das muss ein bisschen weniger gestellt gewesen sein als die also so hinter der Front mit ihren Plattenkameras. Also die Schale, zumindest von dem zu schließen, was an Bildmaterial erhalten ist, war eine begabte, wenn auch sehr patriotisch-konservative Journalistin. In meinen Augen eine nicht so gute Fotografin. Sie hat ja auch diese Bilder in erster Linie nicht für die Medien gemacht, sondern eben für diese Diaschauen. Und es gibt sehr wenige Bilder, die tatsächlich an vorderster Front aufgenommen werden. Das berühmteste, das ist an der Dolomitenfront, also wo man sieht sozusagen eine Stellung und hier liegen die Soldaten am Boden. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das gestellt ist. Wichtig für sie war immer auch in ihren Fotos die Kommandanten aufzunehmen. Also es gibt eine ganze Reihe von Bildern,
die in diesen Hauptquartieren im Hinterland der Front entstanden sind. Also ich glaube, bei der Schalik muss man auch unterscheiden, was jetzt sozusagen auch Geste, Inszenierung ist und woher sie denn die Informationen bezogen hat. Sie hat sich nachweislich sehr viel auch im Umfeld dieser Kommandanten aufgehalten. Aber es gibt eine Publikation zu Schalek im Ersten Weltkrieg und da ist das Bildmaterial auch veröffentlicht, da kann man sich ein Bild machen. Also aus meiner Sicht ragt sie jetzt als Fotografin nicht enorm heraus, was die Qualität und auch die Themen betrifft. Sind Sie technisch begabt? Können Sie das Licht wieder stärker aufmachen? Danke. Ja, wir kommen damit in die Nachbetrachtung. Sie haben schon angedeutet, wo man solche Fotos findet, aber nicht nur in der Nationalbibliothek im Bildarchiv, sondern man muss auch reisen und man muss auch suchen und Glück haben. Ja, also diese österreichischen Bestände in der Nationalbibliothek, die sind was ganz Besonderes, und zwar deswegen, weil hier etwas vorliegt, was zum Beispiel für Deutschland in dieser Form, aber auch für andere Länder nicht vorliegt. Nämlich, dass man Negative und Abzüge geschlossen aufbewahrt hat. In Deutschland ist das auch erfolgt, im Reichsarchiv in Potsdam, aber das ist kurz vor Kriegsende bombardiert worden und die gesamten Archivbestände, auch Bildarchivbestände, sind zerstört worden. Es gibt in Frankreich große Bildbestände, es gibt in England große Bildbestände, aber in dieser Vollständigkeit, also wo praktisch man auch von Bild zu Bild auch die Wege der Fotografen nachvollziehen kann. Also wenn man jetzt, die sind genauestens nummeriert, man kann beispielsweise einfach feststellen, wo denn die Fotografen waren. Also ich habe zu diesem Zweck auch ganz unkonventionelle Hilfsmittel eingesetzt, und zwar deswegen, weil die in sehr kleinen Orten auch aufgenommen worden sind, die oft im Laufe der Zeit auch ihren Namen gewechselt haben. Also die deutschsprachigen Fotografen geben, zumindest was Galizien betrifft, oft deutschsprachige Namen an, die heute nicht mehr gültig sind. Heute gibt es ukrainische Namen, es gibt auch teilweise vor 89 russische Namen, es gibt aber auch, wenn es im Grenzgebiet zu Rumänien ist, rumänische Namen. Ein sehr komplexes Feld, und ich habe beispielsweise mich mit einem Programm eines amerikanischen Wettersatelliten das verwendet, um Ortschaften in der Nähe von größeren Städten, die ich eindeutig lokalisieren konnte, zu finden, und die unter Umständen heute auch anders heißen. Also so habe ich beispielsweise auch die Wege rekonstruiert, die die Fotografen genommen haben. Oft sind es auch glückliche Umstände, die einen auf irgendwelche Bildbestände aufmerksam machen. Ich bin auch, nachdem die ersten Publikationen erschienen worden sind, von Privaten kontaktiert worden, die gesagt haben, schauen Sie sich meine Bilder an. Und kann man da fündig werden? Man kann fündig werden, und zwar die erstaunlichsten Dinge. Es ist so, dass noch enorm viel Bilder im Privatbesitz da sind, die einfach aufbewahrt worden sind, ohne großes Wissen, was der Großvater, der Urgroßvater da zusammengetragen hat. Teilweise sind es ausgezeichnete Bilder. Das große Problem ist, die auch in Zusammenhänge zu setzen. Also wenn jetzt beispielsweise Hinweise da sind zur Biografie und zum Fotografieren dieser Person, schriftliche Hinweise, dann tut man sich leichter. Also es gibt einen Fotografen unter all denen, die ich mit denen ich mich beschäftigt habe, das ist der Alexander Exax, das war der jüngste Kriegsfotograf in Österreich-Ungarn, der ist mit 18 Jahren an die Front gezogen, und der hat als einziger auch ein Tagebuch hinterlassen. Also der hat festgehalten, wo er war. Erstaunlich ist, welche Wege diese Fotografen zurückgelegt haben, zu Pferd,
im Auto, im Zug, also unglaubliche Strecken auch. Aber das ist die Ausnahme. Also die Regel ist, dass diese Kriegsfotografen waren ja keine Stars. Die waren ja eigentlich sozial relativ schlecht gestellte Zuarbeiter eines Mediensystems. Also verglichen mit den Journalisten, wenn man sieht im Kriegspressequartier, wer sich da im engsten Kreis tummelt, das waren die schreibenden Journalisten. Dann kommen die Maler und ganz außen irgendwann einmal die Fotografen. Die Namen sind in den Medien oft nicht genannt worden von den Fotografen. Das waren keine Starfotografen. Im Gegenteil, also die waren einfach Handwerker, die ihren Job gemacht haben, die wussten, was sie fotografieren sollten, was sie nicht fotografieren durften, die eine gewisse Überlebensgarantie hatten, aber die nicht bekannt waren. Und jetzt im Nachhinein, glaube ich, ist es für mich als Fotohistoriker interessant, in gewisser Weise auch diese Biografien aus der Dunkelheit wieder ein bisschen herauszuschälen. Mir ist aufgefallen, die Fotografen richten den Blick immer nach vorne, aber nie auf sich selber aus. Es gibt kaum Porträts von den Fotografen. Keine Selfies. Nein, gar nicht. Wenn Sie so großes Fotomaterial vorfinden, drängt sich die nächste Frage auf, wie selektieren Sie? Ja, die große Zahl, das ist eine Herausforderung. Also das überlieferte Archiv des Kriegspressequartiers, das Bildarchiv des Kriegspressequartiers umfasst 33.000 Aufnahmen. Das ist nicht alles, was überliefert worden ist, sind auch Teile verloren gegangen. Wie geht man mit 33.000 Bildern um? Jetzt könnte ich sagen, 33.000 Bildern ist nicht schlecht, wenn ich im Internet mit Bildern aus dem Internet arbeite heute, dann ist die Grundgesamtheit eigentlich grenzenlos. Also wenn ich mit dem Getty-Archiv arbeite, oder mit, dann muss ich sofort kapitulieren. 33.000 Bilder sind im Prinzip noch handelbar. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist auch sehr schwierig, und zwar deswegen, weil man sich ja 33.000 Bilder auch nicht merken kann. Also man muss ja im Prinzip auch mit Vorschaubildern, mit Arbeitsbildern arbeiten, und ich habe mir in diesem Zusammenhang eine Datenbank angelegt, in die ich ausgewählte Bilder reingenommen habe und die mit Schlagworten versehen habe. Das hat große Vorteile, das hat aber auch einen großen Nachteil, dass man den Raster, mit dem man an das Bildmaterial hingeht, im Prinzip vorher festlegen muss. Und sehr oft war es so, dass es Bilder gab und Bildserien, wo ich eigentlich neugierig geworden bin und dann in eine ganz andere Richtung dann fündig geworden bin. Also mein Blick als Fotohistoriker ist eigentlich, ich beschreibe das oft so mit einer Aufmerksamkeit, die ein bisschen über den Dingen ist. Also nicht so sehr, sehr genau im Einzelnen, aber nicht sich im Einzelbild zu verlieren, wenn man mit 33.000 Bildern zu tun hat. Also das ist das Hin und Her. Kommen Sie dann zu einer Aussage von Bild? Ich meine, jetzt haben wir 33.000 Bilder, dann haben wir eine Auswahl von 300 meinetwegen. Und dann, wie kommen Sie zur Aussage? Also ich habe versucht, also es gibt mehrere Rechercheprozesse. Das eine ist, die Grundgesamtheit einmal zu sichten, mir Notizen zu machen. In diesem ersten Arbeitsschritt gibt es auch schon sowas wie Vorschläge an mich selber, Themen zu bilden. Dann gibt es den Gang ins Archiv, um zusätzliche Archivalien zu finden, um die Themen zu recherchieren. Und dann gibt es für manche Themen sozusagen die Entscheidung, das jetzt wirklich zu vertiefen, dazu auch ein Kapitel zu machen und andere zu verwerfen. Und dann grenze ich das Thema ein. Natürlich kann man immer sagen, also das ist jetzt über Bord gefallen, das hättest du eigentlich auch noch diskutieren müssen. Das ist richtig, wenn man sich aber die Themen anschaut, dann glaube ich, in der Breite decken sie doch die großen, wichtigen Themenbereiche ab. Und für mich als Historiker oder als Fotohistoriker ist ja nach wie vor das gedruckte Buch das wichtigste Ergebnis. Also ich könnte jetzt sagen, stellen wir es doch ins Internet.
machen wir eine Bildergalerie mit den 33.000. Ist in der Zwischenzeit auch passiert. Also die 33.000 Bilder, wenn Sie loskommen, können Sie im Internet anschauen. Nur Analyse oder auch Zusammenhänge herstellen, ist in der Form kaum möglich. Und für mich ist das Publikum oder die Adressaten sind ja nicht meine fünf Fotohistoriker-Freunde, denen könnte ich auch eine E-Mail schreiben, sondern ist ein breites Publikum. Und deswegen will ich auch letztendlich Geschichten schreiben. Also ich will Geschichten erzählen. Ich will auch in den Kapiteln eine Dramaturgie erzählen. Also ich will mit einem Bild beginnen, das ich spannend finde und das die Thematik reinführt. Und das ist der Anspruch. Also insofern sozusagen ist das Buch auch eine Zusammenfassung der Forschung, aber auch die Möglichkeit, ein Vehikel, um mit einem breiteren Publikum in Dialog zu kommen. Jetzt komme ich zu einer ganz heiklen Frage. Wir haben sie auch seinerzeit erörtert und das war ein besonders interessanter Teil unserer Diskussion. Manipulation. Im Bild, wir wissen mittlerweile, dass man auch Personen wegretuschieren kann, dazu retuschieren kann, damals vielleicht noch nicht. Und Manipulation durch das Bild, denn letzten Endes, das war der Hintergrund, auch der Hintergrund meiner Frage, zu einer Aussage zu kommen. Sie können ja, das ist Ihre Aussage, aber es könnte vielleicht einen Kollegen geben, der zu einer anderen Aussage kommt. Also daher die Frage, wie groß ist die Gefahr von Manipulation in der Fotohistorie? Also das, glaube ich, müsste man vielleicht auf zwei Ebenen ansiedeln. Das erste ist, ich habe eingangs schon kurz darauf Bezug genommen, Fotografien halten einen Ausschnitt der Wirklichkeit fest, aber sie sind keine unschuldigen Dokumente, würde ich jetzt einmal sagen. Es ist nicht so, dass wenn der zweite Fotograf am nächsten Tag dorthin kommt oder nach 10 Jahren oder mit einem anderen Interesse genau die gleichen Bilder machen würde. Das heißt, es ist auch in jedem Bild Inszenierung drin, wenn Sie so wollen, auch Manipulation. Zumindest in Kriegsbildern ist Manipulation in den offiziellen Kriegsbildern ja auch Sinn, die eigenen Kräfte zu überhöhen, die Toten der eigenen nicht zu zeigen. Das Thema Zensur, auf das wir noch nicht eingegangen sind, auch Bildzensur hat es gegeben natürlich. Also da ist Manipulation auch schon auf der Bildebene drin. Das zweite ist, meine Arbeit jetzt 9, 10 Jahrzehnte später mit dem Bildmaterial umzugehen. Ich habe erzählt, dass es für mich wichtig ist, dieses Bild nicht als 1:1 Dokumente der Wirklichkeit zu nehmen, sondern zu verstehen, was der Fotograf wollte, in welchen Zwängen er eingespannt war. Also dieser Begriff des Embedded Journalist, der erst später entwickelt worden ist, aber der auf den Ersten Weltkrieg auch schon zutrifft. Keiner der Fotografen hat die Möglichkeit gehabt, jemals die Seiten zu wechseln. Das gibt es nicht. Er ist eingezwängt in die Logistik, er wird das Material über die eigenen Truppen bekommen, die Veröffentlichung im eigenen Land. Also all das ist vorgegeben. Und wie gehe ich jetzt als Fotohistoriker damit um? Ich muss sozusagen diese Logistik der Wahrnehmung, der zeitgenössischen Wahrnehmung zuerst einmal rekonstruieren, um zu Aussagen zu kommen. Das heißt auch, in gewisser Weise Bildtexte genau zu analysieren, gegen den Strich zu bürsten. Und dann komme ich in gewisser Weise zu einer Einschätzung, zu einer begründeten Einschätzung, möglichst im Idealfall. Und es ist aber durchaus möglich, glaube ich, wenn jemand anderer dasselbe Bildmaterial unter einem anderen Blickwinkel nochmal untersucht und vielleicht zusätzliche Informationen dazukommen, die ich nicht gekannt habe, auch schriftliche Quellen, dass man zu einzelnen Aspekten auch zu anderen Ergebnissen kommt. Also das, glaube ich, ist so und wird auch sein. Das ist im Laufe der Jahre, die man sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt hat, sind ja immer wieder auch Paradigmenwechsel passiert. Also dieses Thema der Zivilbevölkerung, dieses Thema der Hinrichtung, das Thema der Flüchtlinge, das ist ja lange Zeit nicht gesehen worden. Man verändert ja auch den Raster der Wahrnehmung. Und ich denke, zumindest in diesem Fall, wo die Bilder in der Grundgesamtheit in der Nationalbibliothek da sind,
ist es legitim, ist es wahrscheinlich auch gut und sinnvoll, wenn jemand anderer, vielleicht aus einer anderen Perspektive, dieses Material noch einmal genauer sichtet. Und dann bin ich auch bereit, im Einzelfall zu reden, ja, da ist die Forschung weitergegangen. Also da muss ich auch was revidieren. Herr Dr. Holzer, wir haben uns verplaudert. Ich möchte daher schon ein Schlusswort bitten. Ein Resümee. Ja, also Resümee, das ist schwierig in diesem, ich habe mich jetzt sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Also für mich ist meine Forschung und meine Publikation dann erfolgreich, wenn ich das Gefühl habe, dass es auch eine Resonanz gibt, ein Interesse daran. Das kann auch durchaus eine kritische Rezeption sein. Es gibt beispielsweise auch Facetten, über die man diskutieren kann, wo man nicht einer Meinung sein muss, aber im stillen Kämmerchen zu arbeiten als Fotohistoriker, und ich habe ja wirklich sehr viel allein in diesen Archiven verbracht, ist eine Sache, und die andere Sache ist, das Ergebnis dann ins Publikum, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich freue mich dann immer, wenn es Reaktionen gibt, wenn es Leser gibt, wenn es Käufer gibt und wenn das wahrgenommen wird. Und das ist für mich das Wichtigste. Im Moment, in den letzten Jahren habe ich mich ein bisschen thematisch wegentwickelt. Also vor 3 Wochen ist ein Buch herausgekommen zur Geschichte der Pressefotografie, das jetzt gar nicht so sehr mit diesen Themen was zu tun hat, aber auch mit Archivforschung, auch mit der Gang in die Archive und der Versuch, Fotografie in einem neuen Licht zu erscheinen. Und ja, ich bin neugierig, was die nächsten Themen sein werden. Also ich bin offen und ich will jetzt nicht ein Leben lang nur Fotografie im Ersten Weltkrieg erforschen. Meine Frage, sind Sie bereit, Exemplare auch zu signieren heute? Ja, gerne. Okay. Danke vielmals.